Steht die gesetzliche Rente vor dem Zusammenbruch? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine neue Studie des IAP lässt wirklich Schlimmes erahnen. Wenn man der Studie des Instituts für Arbeit und Bevölkerungsforschung nur ansatzweise Glauben schenken möchte, werden in den kommenden Jahrzehnten in Deutschland Millionen Arbeitskräfte fehlen und wir einen erheblichen, massiven Bevölkerungsschwund in Deutschland erleben. Mit großen Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung, meine Damen und Herren. Das IAP hat Ende des Jahres 2022 schon mal in einer anderen Studie dargelegt, dass 7 Millionen Menschen weniger in Deutschland bis 2060 zum Erwerbspotenzial gehören. Nach einer aktuellen Studie, die am 5. Mai 2023 auf der Internetseite des IAP bekannt gegeben wurde, wird die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland, da hat man also so bestimmte vorteilhafte Szenarien noch mit reingerechnet, voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten bis zum Jahr 2060 um sage und schreibe 12% sinken. Das IAP berücksichtigt in dieser Prognose, in dieser Studie Faktoren wie den demografischen Wandel, die Geburtenraten, Zuwanderung und Abwanderung in und aus Deutschland. Im Ergebnis der neuen IAP-Studie wird vorhergesagt, dass von aktuell 45,7 Millionen erwerbstätigen Menschen im Jahr 2020 nur noch gut 40 Millionen mit Erwerbstätigkeit im Jahr 2060 vorhanden sein werden. Das heißt also ein Rückgang von rund 11,7%. Ich habe das auf 12% hochgerundet. Sie sehen es mir bitte nach. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass den Unternehmen und Betrieben in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten deutlich weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen werden. Manchen Betrieben steht jetzt schon das Wasser bis zum Hals. Sie können die Produktion zum Teil gar nicht mehr aufrechterhalten, müssen sie drosseln und so weiter. Das Ergebnis ist aus meiner Sicht richtig ernüchternd. Das Arbeitskräftepotenzial sinkt immer noch um mehrere Millionen Menschen. Also schon die aktuellen Vorhersagen aus von anderen Studien werden hier in dieser Studie nochmal sozusagen ergänzt und getoppt. Ja, wie wirkt sich das jetzt auf die deutsche Rentenversicherung aus? Ja, gut 12% oder 4 Millionen weniger Beitragszahler bedeuten doch einen massiven Rückgang von Beitragseinnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Rentenniveau wird auch sinken. Die Ausgaben für die gesetzliche Rente werden gewaltig steigen. Wir werden ein deutliches Missverhältnis zwischen dem Quotienten Rentner und Arbeitnehmer haben. Man hat es ja jetzt schon, wir merken es ja jetzt schon immer mehr, die Babyboomer kommen und gehen in Rente. Und die Schönwetterinformationslage durch die deutsche Rentenversicherung und deren Präsidentin muss nun endlich mal aufhören. Hier muss Klartext gesprochen werden, meine Damen und Herren. Die gesetzliche Rente muss sich den Realitäten widmen. Auch die Politik muss das tun. Es muss aufgehört werden, hier immer so zu tun, als ob die aktuelle Lage der deutschen Rentenversicherung, die ja unbestritten gut ist, auch in der Zukunft so sein wird. Wenn wir die Studie des IAP uns anschauen, kann man eigentlich nur noch Angst haben vor dem, was da kommen wird. Ich sage, als allererstes müssen wir uns allen rein Wein einschenken und eine einheitliche Rentenversicherung einführen und dann mehr Geld, endlich mehr Geld in die Ausbildung unserer Kinder stecken. Denn nur eine gute Ausbildung wird auch ein gutes Auskommen in der Zukunft unserer Kinder sichern oder für die Zukunft unserer Kinder sichern. Die Kleinstaaterei in der Bildungspolitik muss endlich aufhören. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir 16 Bildungsminister haben und jeder macht hier in diesem Land, was er will. Wir haben es ja heute schon wieder erlebt, was in Sachsen-Anhalt los war mit der Geschichts-Abi-Prüfung. Und das kann alles nicht mehr wahr sein. Da könnte man wirklich nur noch heulen. Und dann, wenn wir das alles mal in Angriff genommen haben, dann können wir uns auch gerne mal
über die Erhöhung der Erwerbstätigenquote der Frauen unterhalten, vor allen Dingen der Frauen im Westen. Wobei ich dazu sagen muss, meine lieben Frauen im Westen, dazu müssten erstmal die 300.000 euch versprochenen Kita-Plätze endlich mal gebaut werden. Auch dazu ist der Staat offensichtlich aktuell überhaupt gar nicht in der Lage. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen wird die Dimension dieser IAP-Studie bewusst und wir können wirklich nur hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie es dort in der Studie beschrieben ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.